Violet Evergarden. Vielen lieben Dank für deinen Follow. Schöner Nickname übrigens. Ist ein schöner Anime. Ich verlaufe mich eventuell gerade. Bin ich diese Treppe überhaupt jemals schon mal gelaufen? Ich habe den Anime noch nicht gesehen, aber ich habe nur Gutes davon gehört, deswegen. Sorry, dass ich dir das Ohr voll gekreischt habe. Muss ich doch nochmal in die Kiste? Brauche ich erstmal nicht. Können wir hier Licht anmachen? Das wäre ein Traum. Sehr schön. Wie ich am Schwitzen bin. Nein, ich werde so schnell nicht nochmal schreien, außer es kommt gleich nochmal ein Hund. Pausenraum. Habe ich hier noch was übersehen? Weil hier immer noch rot angezeigt wird. So schnell ist man dann auf einmal wieder in der Polizeistation. Ich könnte hier wieder Fenster verbarrikadieren, sehe ich gerade. Warte. Warte. Ach, da ist meine Kiste. Ich verstau das mal ganz kurz. Und hier brauche ich wieder... Was ist das? Nehme ich. Da brauche ich wieder... eine Sicherung für. Wo ich auf einmal überall bin. War ich wenigstens ganz kurz in der Polizeistation. Also oben zumindest. Die schöne Muni. Ja und? Lass mich doch spielen. Klappe.
falsche Waffe. Hör mal. Schlitz. Ja, von wegen. Schöne Munition. Ja. Die schöne Muni. Kannst du behalten. Ich hab ein neues Messer. Gedacht, ich kann die vielleicht schlitzen. Ist noch eine Blendgranate. Die habe ich aus Versehen genommen. Eine nehmen wir raus. Mir mangelt es langsam an Zeug. Ich nehme das mal wieder mit rein. Ich nehme das wieder mit rein. Ich nehme den wieder mit rein. Also irgendwas war jetzt gerade mit Sicherung. Ja, also normalerweise keine Hilfe, ohne dass ich frage. Trotzdem, geh wieder zurück nach oben in den Raum an der Treppe. Da hinten im Raum ist die Sicherung. Echt? Meinst du da, wo ich gerade war, in der Polizeistation? Ich meine, ich laufe ja gerne hin und her. Nee, beim nächsten Mal fragst du einfach, ob du was helfen darfst oder dass du sagst, du hast was übersehen, darf ich dir sagen, was, wo war denn die Treppe? Yep. Im Pausenraum, meinst du? Ich brauche Munition! Oh! Als ob ich den Raum nicht gesehen habe. Als ob ich diesen Raum einfach übersehen habe. Als ob einfach. Macht das die Uhrzeit? Macht das die Wärme? Das einfach übersehen. Das ist der Kollege, der nicht mehr so viel übrig hatte. Jetzt sind wir zurück in der Polizeistation. Ich bin glücklich gerade. Ja. So glücklich man eben sein kann, wenn man... Was? Ach so, du. Ja, chill mal dein Leben. Bin ich hier richtig? Ich verlaufe mich gerade schon wieder. Ich will gar nicht in die Toiletten. Ich will zurück und hier lang. Ja. Warte. Also sag mal, ein Orientierungssinn ist wirklich schlecht.
So, ist unser Polizistenfreund jetzt wenigstens auch ein Zombie? Ich bin wieder da. Marvin! Oh nein. Verdammt! Mann, halt doch still! Ich beende das, Lieutenant. Versprochen. Wir gehen in die Dunkelkammer. Versprochen. Kommen wir da über den Eingang rein? Büro Westseite ist am kürzesten. Büro Westseite ist hier. Dim, 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 dim. Mann! Mann! Ja, toll! Mann, schieß doch! Lad doch nach, du Hornochse! Alter, wenn du nicht sofort nachlässt und auf dieses hässliche Gollum schießt! Gott. Dexter, alles gut. Sei nicht so hart. Erstmal hallo, Sascha. Meine Güte. Ich habe die ganze Zeit auf dieses blöde Viereck gedrückt, aber die machen das halt nicht, wenn die in so einer Aktion sind. Das ist super, 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 super nervig. Jetzt, pff. Dunkelkammer. Oh. So, liebe Leute. Ich denke, du spielst auch Dead by Daylight, Sascha. Weil du sagst jetzt Teabaggen und so, das sind ja eher so DBD-Begriffe. Film suche ich genau. Ich war gerade ein bisschen out of mind. Counter-Strike, ach so. Counter-Strike hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nein. Spinnt in 3F. DCM. Okay, und was führt dich denn her, wenn du Counter-Strike spielst? Ein bisschen Platz habe ich jetzt. PC, wo ist denn der Spind? 3F haben sie gesagt. Dann gehen wir da jetzt hin. Also kurz gefasst, WoW, League of Legends, DBD und Counter-Strike. Ich schaue mir nur so auf Twitch an und wurde es mir halt vorgeschlagen. Ach so, okay, cool. Ja, es ist immer ein bisschen. Also wir haben nicht so gute Erfahrungen damit gemacht, wenn Leute einfach reinkommen. Ohne Hallo zu schreiben, ganz neu sind und erstmal gleich so was wie erstmal Teabaggen schreiben. Das klingt halt in unseren Ohren ein bisschen nach Provokation. Wie gesagt, wir haben da schon ein bisschen was erlebt. Deswegen sind wir da ein bisschen übervorsichtig.
Und was ist das? Nochmal. Magnum Munition. Jetzt müsste ich ja hier oben langsam mal alles... Genau, hier ist der Wagenheber noch, die Tür mit dem elektronischen Schloss. Und der Tresor fehlt noch. Ich wollte auch gerade sagen, Dexter hat eine Zündschnur. Nee, der Dexter meint das nur lieb, der versucht nur mich zu beschützen. Vor Leuten, die halt rumtrollen wollen. Ist alles nicht böse gemeint. Deswegen hat er das auch gelöscht. Ich würde dich ja durchs Fenster erschießen, aber du stinkst nach Magie. Safety Room, West Office. So, haben wir irgendwo eine Raute-Tür? Ich glaube nicht, aber ich gucke mal. Da steht nur verschlossen. Das ist, glaube ich, die Tür nach draußen. Da brauche ich den PC für. Okay. Geh doch da vorbei. Geh doch da vorbei. Ich packe das jetzt erstmal weg, in der Hoffnung, dass ich es erstmal nicht brauche und das nicht gleich bereue. Ich nehme mir mal wieder was zum Heilen mit. So, ich muss hier nochmal zurück und dann durch die Toiletten in den Pauseraum. Genau. Überall die Monster schon wieder, die ich höre. Nein, das ist falsch halt. Ich sehe schon wieder... Diese alten... Ich sehe die Wände immer nicht. Bin blind. Was war das? Ich habe hier gerade ein X gehabt. Ach so, wegen der Tür hier. Aber da ist ja nichts. Raum der Wache, da muss ich durch. Was hier? So langsam. Kollege. So langsam erkenne ich meinen Kram hier wieder. Jetzt müssen wir aber in diesen Raum da. Mit den Zellen. Jetzt kommt das Rätsel. Ancient Crazy Cat Lady. Hallöchen, vielen lieben Dank für deinen Raid. Marco und Lispel. Willkommen, willkommen. Regenbogen-Katzen-Raid? Okay. Ist ja cool. Wir haben Einhorn-Regenbogen-Meerschweinchen. Das ist ja cool. Willkommen, willkommen. Ich richte dich, ja. Wir nehmen das hier gerade ein bisschen in Let's Play-Qualität auf, deswegen rede ich gerade nicht ganz so viel mit dem Chat. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Was habt ihr denn gerade gespielt? Resident Evil 7. Nices Game. Da fehlt noch ein Teil.
Oder? Da fehlt noch ein Teil. Ich dachte, das wär's jetzt, wenn ich das Ding da einfüge. Offensichtlich nicht, da fehlt noch was. Da frage ich, bin Elektriker, blicke nicht durch, was das sein soll. Ja, das ist ein Schaltkreis-Rätsel, würde ich sagen. Ich denke, dass die Puzzleteile auch noch nicht sortiert sind. Das soll ja mal einen kompletten geschlossenen Schaltkreis ergeben. Oma Kofir, lieben Dank für deinen Follow. Dankeschön. Tatsächlich. Das ist sehr lieb von dir. Dankeschön. Ja, das dürfte ja immer noch nicht funktionieren. Ja. Hätte mich jetzt auch gewundert. Gut, dann bin ich jetzt aufs Neue verwirrt. Oh, hier ist noch eine Tür, da kann ich hin. Mit dem Rauteschlüssel, das habe ich gar nicht gesehen. Ancient Crazy Cat Lady, vielen lieben Dank für deinen Follow. Dankeschön. Ich hoffe, man hört und sieht sich ein bisschen öfter. Die Karo-Tür. Also. Warte, falscher Knopf. Nochmal zurück. War das hier lang? Ja. Ich glaube, das brauche ich, oder? Das muss ich mitnehmen? Nein? Okay. Das sah aus wie eine Karte, die ich mitnehmen muss. Sascha TM, auch vielen lieben Dank, dass du dein Follow hier lässt. Wir spielen hier auf dem Kanal ziemlich viel Dead by Daylight. Also zweimal die Woche mindestens. Jetzt gerade während des Events auch mal öfter. Und ansonsten spielen wir immer ganz gerne Horrorspiele oder Adventure Games. Manchmal auch so schöne Story- oder Entscheidungsspiele. Also wir sind hier ziemlich vielseitig. Dexter, alles klar. Vielen lieben Dank, dass du da warst und viel Spaß im Look. Ach, das ist nur der Raum. Alles klar. Voll cool. Immer in einer festen Gruppe oder auch mit Zuschauern? Auch mit Zuschauern, natürlich. Ja, ich habe so ein, zwei Stammis, sag ich mal, die schon oft mit dabei sind, so im Standardrepertoire. Ich glaube, schon wieder falsch. Aber prinzipiell, gerade jetzt auch während des Events, sehr, sehr gerne mit Zuschauern. Und wenn ihr Torten schmeißt, dann sowieso. Ist auch egal, welchen Rang ihr habt. Einfach ran auf den Meter. Okay. Schlüssel holen und dann wieder durch das Büro mit der Westseite. Die gerne bei DBD mitgemacht, aber das Spiel sagt nein. Warum sagt das Spiel nein? Da ist der Schlüssel. Also am Montag spielen wir wieder DBD abends, falls da jemand Lust hat mitzumachen. Niami, hi. Schön, dass du da bist. Das ist nicht die richtige Tür. Warte, warte, warte. Ich muss eins höher.
Ich werde ihn vermissen. Okay. Duschraum. Dann solltest du das Spiel vielleicht mal auf Fehler überprüfen bei Steam, wenn es bei dir mal abstürzt. Aber wenn es Cyberpunk schafft, dann sollte DVD ja kein Problem sein eigentlich für deinen PC. Es würde mich sonst sehr wundern. Schießpulver. Oh, wieder so ein Tresorteil. Oh, warte, wieder falscher Knopf. Eins, drei, sechs. Nee, 5 ist das. 1, 2, 3. 1, 2, 6, 5, doch. 1, 3, 6, 5. 1, 3, 6, 5. 1, 3, 6. 1, 3, 6, 5, 2. Da. Und Sascha, ansonsten einfach mal deinstallieren, neu installieren. Wenn ich jetzt dadurch gehe, bin ich, glaube ich, sogar fast schneller. Obwohl. Nee, ich gehe hier lang. Komme ich gleich zu dem Raum mit den Schließfächern? Ich laufe richtig, oder? Ja. Genau, ich bin schon dran. Ich muss nur um die Ecke laufen. Laufe ich falsch? Nein. Na, endlich. Das hat die Nummer 203. Fühlt sich so gut an. Ist hier noch irgendwas eingesperrt? Nö. Dann looten wir die restlichen Mal.